In 24 Jahren Counter-Strike hat es viele spektakuläre Plays gegeben. Und jetzt hier Walle mit dem Rücken zur Wand. Er schafft den ersten, schafft den zweiten. Die Ts kommen weiter vorgestimmt. Er macht vier schon und er macht das Ace. Und heute möchte ich euch wieder drei ganz besondere Plays von drei absoluten Legenden vorstellen. Und wir starten direkt mit Jonas Bollack aka Johnny R, die AWP-Legende schlechthin. Er war der erste Counter-Strike-Superstar aus Deutschland. Der hatte ja immer so was Mythisches fast schon, weißt du? Absolute AWP-Legende, geht auch in die Geschichtsbücher ein, so als beste deutsche AWP wahrscheinlich. I very much remember Jonas Bollack. Johnny war überragend so, ne? Sehr bekannt wurde Johnny R vor allem aufgrund dieser AWP-Action auf DE Dust. Johnny R nimmt hier die Flash in die Hand, wirft sie rein in Cutter, sieht aber den Spieler auf dem Catwalk, nimmt ihn raus. Nächster Kill. Schön das Abhalten. Das ist die AWP. Er macht's hier wunderbar. Vierter Kill. Fünfter. Das ist Johnny R. Johnny R war damals für mich unantastbar. Der war mit der AWP jemand, der auch in den Nahkampf gehen konnte. Johnny ist auf das zum Beispiel in den Tunnel reingerannt, hat im Nahkampf die Frags geholt und war einfach einzigartig. Die Frag-Szenen aus dieser Demo wurden im legendären Frag-Movie Frag or Die gezeigt, das im Jahr 2002 veröffentlicht wurde. Johnny R. spielte zu Beginn seiner CS-Karriere für N-Faculty und später dann für Mouseboards und die A-Losers. Nicht nur in Deutschland wurde er durch seine AWP-Skills bekannt. Auch in der internationalen Counter-Strike-Szene war der Respekt groß. He was super awesome. I mean, he was a really good player. Like I said, I looked up to him in the sense that he was like super dedicated at opping. He played with it online and on LAN. He was very dominant with it. Didn't matter what side of the map or what map he played. You know, in certain cases with my team, we didn't like opping on certain maps, and I agreed. Like maybe opping T side nuke was kind of tough. Didn't matter for him. So. In some cases, I would kind of use the argument like, hey, if Johnny's doing it, maybe I should do it. He was the reason people initially paid attention to Mouseboards, because they were like, Johnny R has a team. I've got to see this online. This sounds like BS. And I even know some of the Scandinavian players did think, like, there's no way he's going to do any of that at LAN. And I would say, year on year, he actually did get pretty good. And in his heyday, yes, he might not have been the best opper, but he might have been, like, top 5 or top 10 in the world. So I think eventually he became respectable. And sort of now, funny enough, people will just remember him as a legend. They won't remember the early days. Johnny R gewann mehrfach die ESL Pro Series. Siegte bei etlichen LAN-Events und war auch bei vielen CPL-Turnieren vorne mit dabei. Durch seine Spielweise, aber auch durch sein Verhalten außerhalb der Server, wurde er zu einem sehr bekannten Counter-Strike-Spieler. Der wusste es natürlich auch gut, sich zu vermarkten. Ich glaube, es war dann auch der Erste, der dann auch mit hier so einer gelben Brillengläser und sowas und Gleittapes und wichtig und ne, wie er dann vor dem Wettkampf nochmal irgendwie die Maus, neue Gleittapes runter und sowas. War der einzige Nicht-MTWler, der auf MyMTW also wirklich die meisten Profilbesucher hatte, natürlich seine eigene Legende gebaut. Ich glaube, niemand hat mehr Demos hochgeladen. Vielleicht nicht immer gegen die stärksten Gegner, sah aber natürlich klasse aus. Er war smarter und netter, als man vielleicht gedacht hat. Ich kann mich an meine erste LAN erinnern, wo er dann eine Stunde unsere Configs gecheckt hat, nachdem wir gewonnen haben. Aber lustiger Kerl, guter Kerl. Wenn man ihn ein bisschen kennenlernt, dann so dieses, der hatte ja immer so was Mythisches fast schon, weißt du? So, man hat extrem Respekt, aber wenn man ihn kennenlernt, toller Kerl. Johnny R und die AWP, das passte definitiv zusammen. Es gibt nur wenige Spieler, die in Counter-Strike 1.6 so beliebt waren wie Spawn. Der Schwede lief zum Beispiel für Team 9, das Schrötkommando und die Ninjas in Pyjamas auf. Spawn galt immer als Publikumsliebling und natürlich war er auch ein super starker Spieler. Mega, mega Typ, mega Mensch, sehr fokussiert, krasses Aiming, taktisch sehr stark und der hatte ein unglaublich krasses Movement gehabt. Ich habe immer gerne Demos von ihm auch geguckt, bin leider nie damit warm geworden, dass er eine unfassbare schnelle Mausgeschwindigkeit hatte, ähnlich wie Fisker. Das war bei den Schweden, glaube ich, damals so ein Ding. Spawn ist einer der sympathischsten Menschen, die man sich vorstellen kann, unglaublich positiv und dabei spielt er auch noch ein ganz gutes Counter-Strike. War irgendwie auch sehr jahrelang irgendwie einer der wirklich prägendsten Spieler der CS-Zeit, auch 2003 war, glaube ich, dieser SK-Schweden-Zeit nicht möglich gewesen, wäre er nicht irgendwie auf so einem wirklichen Top-Niveau gewesen. Der hat uns Deagle One-Shots gegeben, habe ich bis heute noch im Kopf. Das war einfach nicht normal, also was der mit der Deagle gedrückt hat. Wir haben echt gesagt, das ist Golden Gun. Also jeder, der noch damals N64 007
ich weiß nicht mehr genau, welche Version war, aber da gab es einen Golden Gun. Ein Schussgegner war tot und der hatte das auf jeden Fall. Also das war eine goldene Diegel. Ich hatte zwar nicht viele Spiele gegen Spawn, war damals aber auch ein Bombenspieler, war nicht umsonst genauso gehypt wie Heaton oder andere. Starker Spieler, hatte auch einen Ninja Diffuse Versuch. Ja, kann man nicht viel zu sagen, außer auch eine Legende. Und um genau diesen legendären Ninja Diffuse Versuch geht es heute. Es war 2005 bei der CPL Winter in Dallas. Spawn musste mit dem Schrötkommando gegen sein ehemaliges Team ran, die Ninjas in Pyjamas. Und dabei greift er auf Koppel auf dem A-Spot ganz tief in die Trickkiste. All left up to one member of SK. He's got that M4. Does he not see him? He's allowing them not to know that he's there. As it is, he's gonna go. We're gonna look for an engine of yours. Spawn plays it smart. God. He's gonna be able to sneak right in there. Uh-oh. He's working his way in there. Oh. Here comes the defuse. Oh, he's gonna get this. He's waiting for it. He's getting his big shot. Oh, no. Das hat man können. Das hat Spielintelligenz. Ne, das hat er auch vereint mit krassem Aiming und krassem Gameplay einfach. Und auch nicht abgehoben irgendwie. Der Versuch ging als er hat's geschafft aus, weil die Geschichte so geil und das so was Besonderes war und hat auch seine Kreativität gezeigt als Spieler, weil das war damals halt nicht Standard. Das natürlich heutzutage nachzuvollziehen für die Spieler ist natürlich schwer, weil das jetzt jeder machen würde, aber damals war das auf jeden Fall was ganz Besonderes. Auch wenn es Spawn damals nicht geschafft hat, die Bombe zu defusen, konnte SK das Match gegen NiP trotzdem gewinnen. Und am Ende schafften die Schweden von SK auch den Turniersieg bei der CPL Winter. Fun Fact, einige Jahre zuvor hatte Spawn bereits so einen Ninja-Diffuse versucht, und zwar im Match zwischen dem schwedischen Matrix-Team und Gameness. Und damals war er erfolgreich. Es ist das Jahr 2010 und wir sind beim Arbalet Cup Best of Four in Kiew. Vier Teams kämpfen um mehr als $22.000 Preisgeld. Mit dabei sind die Ukrainer von Navi, die beiden schwedischen Teams SK Gaming und Fnatic, sowie United, ein Mixteam mit Spielern aus Russland und Kasachstan. Bei Navi spielt Edward mit, der bereits zuvor unter anderem für Virtus Pro und die Hellraisers gespielt hatte. Der Ukrainer ist dafür bekannt, ein extrem starker USP- und Glockspieler zu sein, der eine Pistolenrunde im Alleingang holen kann. One of the all-time greats, I would say. Felt very versatile on the rifles as the pistols. Felt aggressive yet very smart with his aggressions. Often an opponent who made our lives very hard. Und wie stark Edward mit der USP ist, das zeigt er im Match gegen Fnatic. Das geht rein ins Duell. 1, 2, 3, 4, 5. Oh mein Gott, was ist denn mit ihm los? Even if you didn't know how good this player was, this clip is like unbelievable. It actually looks like cheating, by the way. If it wasn't a pro player, you'd just assume the guy was using an aimbot. And that's why even when he's spamming it. Er ist auf die Kiste gesprungen, macht mit allen Magazinen 5 Headshots in der Pistol Round. Ich glaube, eine bessere Eröffnung von einem Spiel gibt's nicht. Also war Wahnsinn. On the highest level of competition, you rarely see those things happening, right? Like one magazine and 5 headshots. I would say especially in 1.6. I am by no means an expert on game physics and mechanics of CSGO, but for some reason it feels it was harder in the good old Counter-Strike to do what he did. But yeah, felt a bit historical, but not so positive for me and my teammates, of course. Es war, meine ich, in einem Jahr, wo ich auch sehr, sehr krass auf Pistols war. Und ich habe immer gedacht, ich bin der Beste, aber der Typ, seine Konstanz in Pistols war lächerlich, aber auch ein unglaublicher Spieler. Auch, ich würde sagen, so ähnlich wie ich, hat versucht, wenig Fehler zu machen, aber sehr, sehr krasser Spieler. Was wir dabei nicht vergessen dürfen, der Gegner Fnatic war 2010 ein absolutes Top-Team mit Forest, Get Right, Threat, DSN und Khan. Doch Edward von Navi ließ seine Kontrahenten wie Bots aussehen. Well, on this clip, he jumps and he just spams it really, really fast. So in that scenario, like, I'm sure the actual lock element combined was pretty crazy, but he also was just one of the most skilled pistol players. So when he combined the two, something impossible like that can happen. And the opponent, by the way, he was doing it against is one of the all-time great cores in Counter-Strike. They were a very, very good team. They weren't noobs, even though it looks like when they run in, they're just getting killed like bots. Edward und Navi konnten den Arbalet Cup am Ende auch gewinnen und kassierten dafür $12.000 Preisgeld. Und eines war auch klar. Mit dieser spektakulären Szene hatte Edward seinen Platz in den Counter-Strike-Frag-Movies sicher. Und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Weitere legendäre Plays in Counter-Strike 1.6 könnt ihr euch hier anschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.